Gautama Buddha hat einmal mit tiefer Weisheit verkündet, dass Frieden nicht von außen gefunden werden kann, sondern in uns selbst liegt. In diesem Video werden wir gemeinsam die 6 Grundprinzipien des Buddhismus erkunden. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise zur inneren Ruhe und Resilienz, die es Ihnen ermöglicht, Ihre innere Harmonie im Gleichgewicht zu halten, unabhängig von äußeren Einflüssen. Begleiten Sie uns bis zum Ende dieses wertvollen Videos, denn wir werden gemeinsam diese Leitprinzipien erkunden, die Ihnen unbezahlbare Einblicke und Ratschläge für das Auf und Ab des Lebens mit Anmut und Gleichgewicht bieten. Lassen Sie uns beginnen. Erstes Prinzip: Das Prinzip des unaufhörlichen Wandels. Im Buddhismus betont das Prinzip der Vergänglichkeit oder Anicca, dass alles im Universum ständig wechselt und sich transformiert, einschließlich natürlicher Ereignisse und Zivilisationen. Diese Vergänglichkeit ist inhärent in der Existenz, mit allem, was Geburt, Wachstum, Niedergang und Auflösung unterliegt. Laut buddhistischer Lehre kann die Anhaftung an vergängliche Dinge zu Leiden führen. Die Anhaftung an Menschen, Güter oder Situationen, die als dauerhaft betrachtet werden, kann zu Enttäuschung und Unruhe führen. Durch die Umarmung des Konzepts der Vergänglichkeit kann man sich von der Anhaftung befreien und das Leiden lindern. Um die Akzeptanz der Vergänglichkeit zu kultivieren, kann man die Achtsamkeit üben, indem man die wandelbare Natur unserer Gedanken, Emotionen und Empfindungen beobachtet und über die Vergänglichkeit jedes äußeren Phänomens nachdenkt. Dies hilft, die Anhaftung zu lösen und ein Gefühl innerer Balance zu kultivieren, indem man Veränderung als einen inhärenten Teil des Lebens begrüßt. Indem man buddhistische Praktiken in die tägliche Routine integriert, kann man eine Denkweise der Akzeptanz der Vergänglichkeit entwickeln. Frieden zu finden in der Erkenntnis, dass nichts ewig ist und dass die wahre Befreiung im Loslassen unserer Anhaftungen liegt, kann zu einem ruhigeren Leben führen. Zweites Prinzip: Das Konzept der Nichtanhaftung. In der buddhistischen Philosophie betont das Prinzip der Loslösung oder Anatta die Bedeutung, sich von der Anhaftung an vergängliche Elemente des Lebens zu befreien, wie materielle Güter, emotionale Bindungen oder die Identität selbst. Dies bedeutet nicht Gleichgültigkeit, sondern Freiheit von Anhaftung und von den Wünschen, die Leiden verursachen. Nach den Lehren Buddhas ist die Anhaftung an Wünsche eine grundlegende Wurzel des menschlichen Leidens. Achtsamkeitspraktiken können helfen, die Nichtanhaftung zu kultivieren, indem wir unsere Gedanken, Emotionen und Empfindungen mitfühlend beobachten und so die flüchtige Natur von Wünschen und Anhaftungen erkennen. Die Meditation und Dankbarkeit, buddhistische Prinzipien, lehren uns, ohne Urteil zu beobachten und uns auf die Gegenwart zu konzentrieren. Sie erinnern uns daran, dass wahres Glück aus unserer inneren Welt kommt, unabhängig von äußeren Bedingungen. Indem wir liebevolle Güte und Loslassen in unsere tägliche Routine integrieren, können wir das Anhaften lösen, Verbindung und Mitgefühl fördern und zu einem tieferen Gefühl von Freiheit und Erfüllung gelangen. Indem wir das Anhaften an Wünschen aufgeben und den gegenwärtigen Moment vollständig leben, können wir wahre Befreiung von Leid finden. Drittes Prinzip: Das Karma. Im Buddhismus ist die Lehre des Karma, was auf Sanskrit Aktion bedeutet, grundlegend für das Verständnis des Ursache-Wirkungsmechanismus im Leben. Es stellt das kausale moralische Gesetz dar, nach dem unsere absichtlichen Handlungen die gegenwärtigen Umstände und zukünftigen Erfahrungen prägen. Karma ist nicht nur ein Belohnungsstrafsystem, sondern ein natürliches Gesetz, das den Zyklus von Geburt, Tod und Wiedergeburt regelt. Jede unserer Handlungen, positiv oder negativ, hinterlässt einen Eindruck auf das Bewusstsein und beeinflusst den Lebensweg. Indem wir das Karma verstehen, akzeptieren wir die Verantwortung für unsere Handlungen und Konsequenzen. Wir erkennen, dass unsere Entscheidungen und Absichten unser Schicksal bestimmen.
Indem wir Bewusstsein und ethischen Unterscheidungsvermögen kultivieren, können wir unsere Handlungen mit Weisheit, Mitgefühl und Nichtschädigung in Einklang bringen und so positives Karma erzeugen. Mit Freundlichkeit, Großzügigkeit und Empathie zu handeln, sät Samen für gesundes Karma, das zu günstigen Umständen und innerem Wohlbefinden führt. Ein bewusstes tägliches Leben macht uns aufmerksamer für die Absichten hinter unseren Handlungen. Über die ethischen Konsequenzen unserer Entscheidungen nachzudenken, ermöglicht es uns, Entscheidungen zu treffen, die mit unseren Werten und Bestrebungen übereinstimmen. Der vierte Grundsatz ist die Präsenz. Die Praxis der Achtsamkeit, zentral im Buddhismus, ist die Kunst, im Moment präsent und bewusst zu sein, frei von Urteilen. Es besteht darin, ein klares Bewusstsein für unsere Gedanken, Emotionen, Empfindungen und unsere Umgebung zu entwickeln, ohne impulsiv zu reagieren. Diese Bewusstheit ermöglicht es uns, unsere Lebenserfahrung mit Neugier und Mitgefühl zu beobachten. Eine praktische Möglichkeit, Achtsamkeit zu kultivieren, besteht in kleinen täglichen Übungen, wie bewusstes Atmen, Körperscan oder Aktivitäten wie Essen oder Gehen. Diese Momente der Aufmerksamkeit in der Gegenwart stärken unsere Praxis. Die Meditation vertieft unsere Fähigkeit, präsent zu sein und bietet eine Oase der Ruhe. Die Selbstarbeit verbessert das Bewusstsein und verfeinert unsere Wahrnehmung von internen und externen Phänomenen. Diese Bewusstheit hilft uns, den Herausforderungen des Lebens mit Klarheit und Gelassenheit zu begegnen. Darüber hinaus reduziert die Präsenz unsere Reaktivität und schafft einen Raum zwischen Reiz und Reaktion. Wir lernen zu reflektieren, bevor wir handeln, was eine bewusstere Reaktion ermöglicht. Die Achtsamkeitspraxis führt uns mit Anmut und Resilienz durch die Schwierigkeiten des Lebens und bietet einen Weg zur inneren Ruhe und Befreiung. Indem wir Achtsamkeit in unsere Routine integrieren, können wir zu der Fülle jedes Moments erwachen und Freude am einfachen Akt des vollen Lebens finden. Fünfter Grundsatz: Mitgefühl. Mitgefühl oder Karuna auf Sanskrit ist der Dreh- und Angelpunkt der buddhistischen Lehren, ein Gegenmittel zu Egoismus, Gier und Hass. Es fördert Empathie, Freundlichkeit und Wohlwollen und überwindet die Grenzen zwischen Selbst und anderem. Die Geschichten von Gautama Buddha und den Bodhisattvas zeigen, wie wesentlich Mitgefühl im Buddhismus ist. Die Meditation über liebevolle Güte oder Metta-Meditation hilft, Mitgefühl zu kultivieren. Wiederholen Sie freundliche Sätze wie „Möge ich glücklich und gesund sein“. Erweitern Sie diese Wünsche auf Bekannte, beginnend mit Ihren Lieben bis hin zu jedem Wesen. Stellen Sie sich vor, wie jeder von einem Licht der Freundlichkeit aus Ihrem Herzen umhüllt wird. Üben Sie das Tonglen, eine tibetische Meditationspraxis. Atmen Sie das Leid anderer ein und atmen Sie Erleichterung und Mitgefühl aus. Stellen Sie sich vor, wie Sie den Schmerz von jemandem aufnehmen und Heilung und Mitgefühl freisetzen. Wiederholen Sie dies für sich und für andere und erweitern Sie das Mitgefühl auf alle Wesen. Der sechste Grundsatz ist das Konzept der Gleichmut. Im Buddhismus repräsentiert Gleichmut einen Zustand des geistigen Gleichgewichts, ohne Anhaftung und Abneigung. Es ist die Fähigkeit, einen stabilen, nicht urteilenden Geist aufrechtzuerhalten, unabhängig von den äußeren Umständen. Dieses Verständnis von Vergänglichkeit und Interkonnektivität ermöglicht es, das Leben mit Anmut zu bewältigen. Gleichmut ist nicht Gleichgültigkeit, sondern Akzeptanz der Realität, die es ermöglicht, Herausforderungen und Unsicherheiten ohne Angst oder Verzweiflung zu begegnen. Es fördert den inneren Frieden, indem es die vergängliche Natur der Erfahrungen anerkennt. Eine Methode zur Entwicklung von Gleichmut ist die Atemmeditation, die hilft, einen ruhigen Geist zu kultivieren. Eine andere Technik ist die Kontemplation der Interkonnektivität, die Anerkennung der gegenseitigen Abhängigkeit aller Wesen, die Mitgefühl und Gleichmut fördert.
Schließlich betrachten wir eine weitere zeitlose Weisheit von Gautama Buddha. Am Ende zählen nur drei Dinge wirklich: wie viel Liebe du gegeben hast, wie sanft du gelebt hast und wie frei du das losgelassen hast, was nicht für dich bestimmt war. Indem wir die sechs grundlegenden Prinzipien des Buddhismus, Vergänglichkeit, Nichtanhaftung, Karma, Achtsamkeit, Mitgefühl und Gleichmut umarmen, können wir ein Leben voller Liebe, Mitgefühl und innerem Frieden nähren. Wir erinnern uns daran, dass wahres Glück von innen kommt. Indem wir diese Prinzipien in unseren Alltag integrieren, können wir mit Anmut und Weisheit durch das Dasein reisen. Wir danken dir, dass du uns auf dieser Reise der Erkundung und Entdeckung begleitet hast. Mögen Frieden und Ruhe stets bei dir sein. Wenn dieses Video dich inspiriert hat, hinterlasse uns wie immer dein wertvolles Gefällt mir und abonniere den Kanal Perlen der Weisheit, falls du es noch nicht getan hast, um keinen ähnlichen Inhalt zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video.